Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 und ich habe meine reizende Assistentin dabei. Hallo. Und ich sehe gerade, ich bin noch nicht mal in die Gruppe eingetreten hier. Hast du schon aufgemacht, ja. Hallo, so. Hallo. So, fangen wir erstmal an hier Gold zu holen, sonst vergesse ich das wieder. Machen wir erstmal so. Ja, genau. Und dann fangen wir mal an. Denn wir haben eine neue Woche und eine neue kleine Challenge dazwischen. Schauen wir. Hoppala, da war das Spielbrett. Machen wir erstmal die Dailies durch. Denn wir sollen heute erreiche eine höhere Stufe, schließe eine Goldstern-Challenge ab. Halloween kommen wir später zu. Halloween, baue eine gruselige Süßigkeitenschüssel in verschiedenen, Boah, Alter, das kann man ja kaum lesen hier. Verschenke von deinen Camps aus Süßigkeiten. Ach, das gibt's Gore. Ah, okay, gut, da habe ich mich denn jetzt, das hier sind die White Booster und hier ist es die Lunchbox. Na gut. Denn sammel aufbereitetes Wasser, schließe ein Event ab, während du ein Kostüm trägst, schließe eine tägliche Operation ab, töte einen Kryptiden dreimal, töte einen legendären Gegner und Rang über 100 ein bisschen EP sammeln. So, wir sollen jetzt einmal gruselige Verbrannte töten. Das ist quasi, ja, das neue schöne Event, was bis zum 2. November gehen wird. Quasi 5 Stück sind immer schön legendäre verbrannte Gegner, die auch Süßigkeiten bei haben. So, und Trick oder Treat, also sprich schenke oder verschenke anderen Spielern aus der Süßigkeitenschüssel 5 Bonbons. Na, bin ich ja mal gespannt. Die Schüssel habe ich schon aufgestellt im Camp, habe aber noch keine Süßigkeiten, weil die kriegen wir ja nur von den Verbrannten. So. Gut, dann aber erreiche eine höhere Stufe in den wöchentlichen Halloween, machen wir gleich auch das, repariere Rüstung, Waffen oder Powerrüstung, musste ich schon zwei machen, weil die Powerrüstung wäre sonst auseinandergefallen mal das erste Mal, schließe das Event kryptisch ab, schließe ein Event ab 10 Mal, schließe eine tägliche Goldstern-Challenge ab, schließe eine tägliche Operation ab, töte eine Kreatur, während du ein Kostüm trägst 100 Mal und töte eine leuchtende Kreatur 10 Mal. So, ansonsten 50 gruselige Verbrannte für Halloween und schließe täglich Süßigkeiten verteilen Challenge ab 5 Mal. Also ich sag mal so, das hier werden wir wohl wahrscheinlich nicht hinkriegen gleich am Anfang. Kryptisch würde ich jetzt heute mal aussetzen und naja, Daily Ops sowieso. Aber ich denke mal, der Rest, der dürfte eigentlich gehen. 50 gruselige Verbrannte könnte ein bisschen schwierig werden, aber ist ja wie gesagt eine Wochen-Challenge. Mal gucken, ob wir das hinkriegen innerhalb der Aufnahmezeit. So, aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt erstmal mit dem Schlimmsten wieder an, rein in die Daily Ops. Denn wir haben heute Verbindungsgerät und Nahkampf. Die beste Kombi, die es gibt. Yay! Ich habe Ali dabei. Du hast Ali dabei. Na gut, dann kann uns ja nicht schief gehen. Ich habe jetzt nur die Gauss-Minigun ausgepackt, weil ich gehe danach sowieso auf Kommando. Wegen Kostüme, Jagd und so. Und ich musste meine Beine reparieren. Meine Powerrüstung war ja fast im Eimer. Das Jahr ist schon wieder rum. Ja, jedenfalls für das eine Teil. Ja, bist du drin? Okay. Dann wollen wir mal. Anwärter Dodge hier. Einige Verbindungsgeräte sind ausgefallen. Nehmt sie in Betrieb. Wir müssen wissen, womit wir es da draußen zu tun haben. Der Verstärker ist auch defekt. Ihn müsst ihr zuerst reparieren. Ausrücken. Ja, ich rück doch schon aus. Bin doch schon wieder da. Signal des Verbindungsgeräts wird übertragen. Achtet auf Feinde. Jetzt wollte ich gerade kommen. Ja. Alles gut. Warum nutzt du eigentlich nicht deine Powerrüstung?
Ich hab sie jetzt nicht bei. Oh. Hätte ich noch ein bisschen warten müssen? Nee. Ich dachte, das wäre was anderes. Ich hätte doch gesagt, Nahkampf und Verbindungsgerät. Und das ist bestimmt Entschlüsselung gedacht, ne? Ach ja, Nahkampf ist was Schönes. Nicht. Aber technische Daten. Jetzt lauf doch nicht weg, Mensch. Wollt ihr testen, wie viel Stimpacks ich noch hab, oder was? Definitiv genug. So. Man erkennt ja gar nicht mehr, welcher hier noch lebt und welcher hier gerade tot auf dem Boden rumrennt. Die mögen dich, Mausi. Ja, merk schon. Ja, die ignorieren mich. Ich stehe vor denen, aber das ist scheinbar kein Grund, auf mich zu schießen. Ne? Jetzt nicht rumrückeln. Wir sind doch gleich durch. Na komm. Letzter. Jawohl. Schnell zum zweiten Gerät, bevor ihr überrannt werdet. Ach ja. Nahkampf ist immer was Schönes, oder Maus? Nö. Da freut man sich doch immer schön drauf. So, nicht wirklich? Die zweite Verbindung. Oh komm, Nahkampf ist das Schönste, was du kennst. Ihr müsst beim Verbindungsgerät bleiben. Erst recht beim Verbindungsgerät, wo du dich nicht so weit wegbewegen darfst. Na, aber Blocken zählt nicht. Oh. Na komm her. Das ist gleich der nächste die Nase. Der wollte in meine Arme springen. Nein, ich habe eine tägliche Challenge fertig gekriegt. Ne, aber. So, da oben auch nochmal. Komm her. Hier. Das hört sich hier an, ey. Man muss immer rausrennen, das ist zum Kotzen. Komm doch mal rein hier. Ich lass mich jetzt einfach beschießen. Entweder sie kommen her oder sie lassen es bleiben. Und das kann ich mir nicht leisten. Ja, solange sie auf mich schießen, sind mir dann nur wurscht. Okay, das Signal ist einfach. Na also, endlich. Aber offenbar seid ihr noch nicht fertig. In der Nähe gibt es Feindaktivität. Könnt ihr euch das ansehen? Schnell hinten durch. Und Hallöchen sagen. Ich merke gerade, ich bin total blödsinnig gelaufen. Agiert nach eigenem Ermessen.
So, machen wir den nächsten da. Kommt noch eine Ratte. Jojo, komm mal her, komm mal her. Rum ums Eck hier. Irgendwo fehlt noch einer. Was macht der denn da hinten? So. Ah, Scheiße. Die Anzeigen hier spielen verrückt. Keine Ahnung, was das ist, aber wir müssen es ausschalten. Sofort. Naja, der wird ja sowieso wieder weglaufen. Zur Grubenmauer. Wäre ja was Neues, wenn der sich jetzt wehren würde. Ne, aber. Lass dich boxen. Auf die Schulter klopfen. Die Verbindungsgeräte sind entscheidend für Appalachias Sicherheit. Kehr zur Basis zurück. Dodge, Ende. So. Ich hoffe, jetzt sind noch alle tot. Gut, können wir rausgehen. Eieieiei. Aber das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Juhu! Gummis Kreuzritterpistole. Aha. Na, ob die was taugt? Ich glaube sowieso nicht, dass die besser ist als meine, aber. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wobei, Gummi. Kann man ja trotzdem kurz gucken. So, was haben wir denn? Da ist sie. Höhere Feuerrate und Beweglichkeit. Nee, nee. Soweit okay, aber die hätte viel, viel früher kommen müssen. So. Ach, das kleine Halloween-Symbol ist schon aktiv. What the hell? Sollte das nicht ausgegraut sein, wenn ich noch nichts habe? Mysteriös und komplex. Na gut, gucken wir mal. Blips, die kommt erstmal weg. Dann nehmen wir uns... Wie viel haben wir noch? Ja, nee, dann nehme ich dann hier nochmal die hier mit. Machen wir ja hier eine auf Kommando. Gucken wir mal, was haben wir denn noch Schönes? Ja, 38er können wir auch mal wieder verteilen. Dann nehmen wir uns noch einen Ausputzer mit, oder? Da habe ich doch bestimmt richtig viel wieder bei. Ja, das passt. So, dann gucken wir mal. Dann setzen wir das einmal kurz hier alle rein. Zack, zack. Und zack. Einmal aus der Powerrüstung raus. Kostüm habe ich mir auch schon angezogen. Das heißt, hier nochmal den Rest reinschmeißen. Kern wieder rausnehmen. Ja komm, die Bagger behalte ich mal bei für den Fall der Fälle. Geh als Bruderschaft. Du gehst als... Zählt das auch? Als Bruderschaft? Ja. Okay. Ja, ich habe mich jetzt Halloween-mäßig so ein bisschen mumifiziert. Das letzte Jahr first kostenlose Outfit. Mumie. Weil das jetzige, das gefällt mir nicht so. Gut, was machen wir denn jetzt? Jetzt müsste ich ja am liebsten mal gucken, wo ein Verbrannter ist. Jetzt würde mich das ja mal echt brennend heiß interessieren. Komm, Campenpark haben wir doch bestimmt mal Glück. Können wir auch gleich Campenpark einmal ein bisschen Blödsinn machen. Questen habe ich da ja sowieso nochmal um die Mahn viele. So. Halt, halt. Jetzt rennt er weg. Warum rennt er weg? Bleib hier. So, machen wir hier schon mal. Ah, ich hab den ersten. Jawohl. Campenpark ist Verlass. Machen die auch Nee, dü-dü-dü machen die nicht. Die machen, sollen aber auch einen Ton machen. Gewinnen Sie als Preis, Mr. Fuzzy Marken.
Die machen so einen komischen Gesang. Willst du mal kurz zum Campenpark? Dann kannst du dir ja mal anhören hier. Ja, ich bin gerade Dings. Der Bums. Ja, soll ich ihn wegmachen, ja? Ja, mein erster legendärer Gegner und eine Süßigkeiten-Tasche dabei. Mr. Fuzzy-Marken zu erhalten. So, sonst sehe ich jetzt überhaupt nichts hier. Das ist eher so ein Geschrei, so ein Aber das ist nur sehr nah hörbar. Nicht sehr weit weg hörbar. Die Dü-Dü-Dü, die hast du ja über die halbe Karte gehört. Wollen Sie es nochmal versuchen? Dann schwingen Sie sich mal zu den Wagen. Ne? Jetzt kommen hier die ganzen Blutkäfer an. Okidoki, dann legen Sie mal los. Düseln wir jetzt hier einmal kurz durch. Zack. Einmal abgegeben. Zwei leuchtende Kreaturen auch gleich mitgenommen. Nee. Was ist denn heute mit meiner Api los? Na, jetzt lass mich doch mal hier raus hier. Immer schlimm mit den. Leckere Hotdogs! Hotdogs! Hey! Sie wieder! Schön, Sie zu sehen, Schätzchen! Sie kennen das ja. Fangen Sie an, wenn Sie bereit sind. Okay, Honey. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hotdogs. Hatte ich jetzt eigentlich? Ja, hab ich. Nicht, dass ich den da vorne wieder vergessen hab. Ah, der nächste Würstchen ist da. Wunderbar. Schwergewichtshandschuhe. Und jetzt renne ich schon an den Dosen vorbei. Das geht ja mal gar nicht. Nein, nein, sie sind nicht wir. Nein, sind wir nicht. Oh, da ist noch einer. Ein klein wenig. So, da war Nummer 2. Hola. Hola. Guten Morgen, Shuri. Guten Tag, Mahlzeit, whatever. Lass mal Mikrofon richten, oder was? Ja, ein bisschen. Ich lag hier gerade noch auf dem Boden. Was? Auf dem Boden? Ja! Auf dem Boden der Tatsachen! Auf dem Boden der Tatsachen! So, meine leuchtenden Kreaturen mache ich heute nur mit Kakerlaken fertig. Ha! Weil ich's kann. Was Grumbauer. So. Kriegen wir ja so viel Mist wieder rein hier. Und ich muss noch meine Süßigkeiten braucht, der kann sich ja bei mir bedienen, da müssen noch ein paar drin sein. Nee, ich hab jetzt eben gerade erst meine ersten Süßigkeiten geholt. Ja, du kannst ja eh pro Person bloß mal die Stunde abholen. Ja. Schmeiß ich gleich meine gleich mit rein. Hab jetzt. Achso, halt, ich muss ja noch Ausmüste abgeben, sonst wäre das ja jetzt hier gerade fail geworden. Ja, den Buff, den du von den süßigen Tricks, der ist eh schon einmal. Ne, es ist aber ein Buff, meine Güte. Das ist super, die liegt mir jetzt da drin geknallt haben, der hat mir Minus in 10. Ja, ja, es soll positiv und negativ geben, ne? Ja, und also der war nur positiv. Danach halt die Dinger nicht mehr gefuttert. Nee, ich würde die jetzt 5-mal futtern, mal sehen. Ich werde jetzt mein Glück sprechen lassen. Das heißt, ich werde nur negative Buffs haben. So, all meine Süßigkeiten reinschmeißen. Ich habe 2 Süßigkeiten reingeschmissen. Jawoll! Ja, aber so. Du ersetzt jedes Mal einen Buff.
Ja, ich müsste jetzt bei dir jetzt mal, wo war denn dein Camp? Da unten. Unten bei der Werbeform. Ja. Also wer will, oben auf dem Besprechungstisch stehen beide Süßigkeiten Botteln drauf. Ja, komm, ich hab meinen Serie jetzt da markiert, weil Cox, der war ja so blind und hat nie gefunden. Süßes oder Saures? Hier eine Süßigkeit. Komm, in einer Stunde zu diesem Camp zurück. Okay. Was habe ich denn jetzt für ein Buff gekriegt? Muss ja erstmal einnehmen. Habe ich? Was? Habe ich doch. Hey, es ist jetzt noch nicht zu gierig. Doch, ich habe doch jetzt eine genommen. Aber ich habe keinen Buff gekriegt. Inventar, die musst du erst einschmeißen. Ach. Die Süßigkeiten, die ich gestern aus den Camps geholt habe, die habe ich bei mir in eine Schale drin geschmissen. Ich kann mit dem Buff nicht anfangen. Ach so, das heißt, die ganze Zeit hin und her getrade hier, so nach dem Motto. Ja, sowas wie Pokémon-Karten. Ja, sowas wie Pokémon-Karten. Ja komm, dann schmeiße ich mir jetzt ein. Jetzt habe ich es auch verstanden. So, was habe ich bekommen? Für den besten Kunden. Ui, ich glaube den Nuka-Cola-Scheineffekt. Ich glaube, ich würde mich gleich porten, oder? Alter, ich bin voll auf der Liste. Oh, ey, was war denn in deinem Bonbon drin? Was war denn in deinem Bomber? Nuka-Scheineffekt da noch reingeschmissen bei Free Trial Wochenende ist, oder Woche, was auch immer. Nein, ich rede nicht von der Bohlenschüssel. Ich habe jetzt den Bonbon gefressen und habe den Nuka-Scheineffekt. Bei mir wird's gerade schön farbig. Muss aber auch eine Bohlenschüssel gewesen sein. Da ist nämlich auch Nuka-Schein drin. Nee, aber ich habe ja gar keinen Nuka-Schein-Effekt. Ich sehe jetzt noch nicht mal, wie lange der noch hält hier. Wie lange muss ich denn jetzt hier mit dem Farbenterror rumeiern? Das steht hier nicht. Ah! Ja, also. Der Effekt von den Bonbons nur 10 Minuten. Ja, aber irgendwie steht das hier nicht. Also ich habe jetzt hier so, LSD-Trip, oh, ey. Juri, was hast du in deine Bombe? Was hört denn, woher wissen, wie ein LSD-Trip aussieht? Das weiß der Turtle, das weiß der. Oh Mann. Habe ich jetzt die ganze Zeit den wunderschönen LSD-Trip jetzt hier. Aber ich hoffe, die haben das rausgelassen mit Schwarz-Weiß lassen hier. Ey, ich erkenne ja jetzt gar nichts mehr wieder. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr. Die Ziele sind schon wieder zerfetzt. Ja, die Ziele sind schon wieder zerfetzt. Ich mach trotzdem noch mal ein paar Kakerlaken hier. Oh, oh, oh. Ich habe einen Nuka-Schein-Effekt richtig gehabt. Ich porte mich weg. Ja, da musste ja doch eine Bohlenschüssel gewesen sein. Nein, war ich wirklich nicht. Ich guck gleich drin. Da war nur eine einzige Flasche drin. Wenn die jetzt raus ist, weiß ich, dass sie in deinem Magen gelandet ist. Aber ich habe doch das Bonbon gegessen. Ich habe jetzt das Bonbon auch gar nicht mehr. Ne, dafür kriege ich jetzt Gartenzwerge for free. Lol. Okay, also Bonbons erstmal essen. Schlechte Idee. Deswegen, ich tausche die Dinger wie Pokémon-Karten. Ja, dann fangen wir an hier. Da oben bei mir kannst du auch wieder eine rausholen. Mausi kriege ich dann auch noch eine ab. Ja, bei mir dann kommt danach. Ach, ich guck selber, ob ich hier noch... Und dann hole ich mir die von Mausi wieder zurück. Und in der nächsten Stunde wiederholen wir es. Ich komme mir gerade vor wie so ein Bub auf dem Schulhof, ey. Weil so die Ey, du! Willst du? Ja, willst du hier? Ja. Okay, nee, der Kontext her ist dann mehr so Pedo, aber das lass mal. Nein, ich habe da eher so damals an die Schulhofzeit gedacht, so Yu-Gi-Oh! Karten traden, weißt du? Ja. Oh, Alter. Und so wie ich gerade beschrieben habe, hat es angehört, wie ich stehe als
mit 40 mit einem Candywagen im Vordergrund. Ja, ich weiß. Oh Mann, ey. Ach ja. Machen. Herrlich. Aber so ist ja auch wenigstens was Schönes. Ich dachte, man isst sie wenigstens gleich. Das fände ich noch ein bisschen cooler. Ach, das war... Das finde ich gut. Oh, wo hat denn mal damit ihre Schläge auf der Veranda? Das Süßigkeiten-Schlüsse sind keine Süßigkeiten. Versuch, du musst deinen Heimann dann kennen. Mach ich gleich. Du musst jetzt einfach nur zu Shori gehen, da einmal rausholen, bei mir reingehen, da einmal rausholen und dann kannst du die bei dir wieder reinschmeißen. Genau. Aber wie ich mit den Jungs gestern so feststellen durfte, bitte nur einzeln drin packen. Wieso? Ich habe auf alle geklickt. Aber dann kann passieren, dass du, sagen wir mal, 6 drin gesteckt hast, aber dir bloß einer erzählt hat. Ah, okay. Kann passieren, muss aber. So, ach ja, Besprechungsraum. Ja. Besprechungsraum ganz oben. Ey, super, Süßigkeitenschüssel, trinken. Möchtest du trinken, ja? Also bei mir stand wenigstens Use, also. Ja, nee, ich meine die rote Schüssel, wo du hier, wer weiß, was drin schmeißen kannst. Nee, da ist... Da steht bei mir Trinken. Da ist Halloween-Bonbon drin. Also hier habe ich Halloween-Bonbons reingemacht und da hatte ich die... Da kommen die anderen rein. Also vom Design her, naja, ich finde die schwarze Schale schöner. Die passt mir zu Halloween. Ja. So, ach, jetzt. Der Herr rennt als Mumie rum. Ja, natürlich. Muss doch als Mumie rumrennen. Ah, hat der Mensch schon wieder ein paar Schauen. Wieso? Bei mir ist was drin. Na gut, dann ab zu Mausi. Jetzt Mausi noch beklauen. Hast du 2 Stück gekriegt, ja? Mhm. Mausi beklauen! Und ich lass mich jetzt erleuchten. Pokémon-Karten tauschen! Come on, komm und start hier. Huch! Das ist mir letztens schon passiert hier. Ich kann doch immer Wasser klauen, was soll denn das? Die hab ich's gezeigt. Ja, ich hab Mausi ein Candy geklaut. So, das esse ich jetzt nicht. Das schmeiß ich jetzt wieder bei mir rein und in einer Stunde könnt ihr dann wieder abholen kommen. Genau. Oh Mann. Vielleicht gerade noch einen verbrannten Hieb, aber kann ich mir eben mehr reinschmeißen. Yay! So. Schmeißen wir es wieder rein hier. Süßigkeiten-Umverteilung hier. Also Herr Turtle, Sie haben sich an meinem Muckerschein bedient. Ohne Schüssel ist leer. Ja, aber dann, ich habe doch auch das Bonbon gegessen. Manchmal denke ich mir... Guck ich mir nachher in der Aufnahme an. Ich bin in schwelenden Trümmern aufgewacht. Warum heißt das jetzt schon wieder... jemanden getroffen. Übersetzungsprogramm ist schon wieder... gestoppt bei Bethesda, glaube ich. Ja, your candy bowl is kind of full 15 candies. Nee, auch bei, na hier, sag mal schnell, zuckerfreier Nuka-Schola, Nuka-Schein. Ja, Nuka-Schola, was? Lass mich, ist sowieso. Machen wir jetzt nämlich einen klitzekleinen Cut. Jetzt schon bei der eigenen Marke, geil. Ja, natürlich. Wir machen jetzt hier einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Und schön Nuka-Schola trinken.